Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge World of Tanks. Ja, wir hatten hier eine Mega-Bombenrunde, was das Zusammenspiel im Zug angeht. Zumindest von zweien von uns. Wenn ihr das Ganze mit Originalton hören wollt, dann schaut auf Kaeses Kanal vorbei. Der macht nämlich auch YouTube, wie hier unschwer zu erkennen ist an seinem WOT-Ingame-Namen. Auf YouTube solltet ihr ihn aber nur mit Kaese suchen, nicht YouTube-Kaese, sondern nur Kaese. Und da seht ihr dann die Originalvertonung, also was ich genau gesagt habe, was er genau gesagt hat und was so alles vorgefallen ist. Ansonsten macht er öfter Streams und bringt auch mal ein Replay als Video raus. Und schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Wenn ich es nicht vergesse, könnte ich sogar seinen Kanal unter dem Video verlinken. Fangen wir aber mal an. Und zwar sind wir hier alle unterwegs im Typ 59, zu dritt im Platoon. Der Strichcode wollte runterfahren nach J1 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt mal hier die freie Kamera. Freie Kamera, hier so, ne? Muss ganz ehrlich sagen, ich war damit nicht so einverstanden und habe gesagt, da fahre ich auf gar keinen Fall hin. Ich finde, dass diese Ecke nicht unbedingt das Wichtigste auf dieser Karte ist, in den meisten Fällen zumindest. Die Karte wird entschieden in der Mitte und oben bei B7, B8. Und deswegen bin ich dorthin gefahren und hatte gehofft, dass Kaise mit mir kommt. Und ja, er hat sich zuerst da unten hingestellt. Wie gesagt, die Originalvertonung, die seht ihr bei ihm. Und ja, fand ich, sollte man als Top-Tier nicht unbedingt machen. Deswegen bin ich da nach oben gefahren. Ich wollte gucken, wegen den T-44ern, dass ich meine Cromwells und den AMX-12-Tonner, der da hochfährt, unterstütze. Und deswegen bin ich damit hochgefahren. Ich kann ja auch mal ein bisschen vorwärts spulen, bis hier irgendwas passiert. Fahren wir erstmal hier hoch. Da ist jetzt noch nichts Spektakuläres mit dabei. Und dann gehen die da oben schon auf. Da dachte ich mir, oh shit, warum? Ich dachte mir eigentlich schon, dass ich hier nicht viel reißen kann, alleine, weil die Typ 59 eigentlich nur im Verband stark sind. In den Einzelspielen, wenn ich alleine spiele, spiele ich auch nicht so aggressiv, auch wenn es meinem Spielstil nicht entspricht. Aber ja, ich habe hier dann von der Su-100 eine kassiert und habe mir gedacht, okay, nope, da fahre ich nicht nochmal hin. Habe mich dann auch kurz mit Flo besprochen und der ist dann, wollte dann zu mir fahren und dann hat er gesagt, nee, in der Ru Mitte ist viel mehr rot und da habe ich gedacht, okay, komm, fährst du dahin, nicht, dass er stirbt und ich hier sterbe und dann hätten wir eigentlich gar nichts mehr gemacht. Also er ist da unten, ne, sieht man ja und dann habe ich gesagt, okay, ich komme zurück und wir klären zuerst die Mitte. In der Hoffnung, dass wir mit der Mitte fertig sind, bevor die T-44er hier runterrasseln. Ja, dann haben wir uns eine gute Position gesucht oder eine relativ gute Position, um die in der Mitte zu bearbeiten. Wir hatten noch Unterstützung vom AMX M445 und wir mussten aber hier schon ziemlich gute Arbeit dann leisten, weil, wie gesagt, wir hatten ja den Druck im Nacken von den T-44ern. Ich habe hier versucht, dass ich den AMX rausnehme, der hat sich dann aber verdünnisiert und ich wollte mir keine vom AT-7 fangen und deswegen, ja, habe ich dann umgeschwenkt und habe den bearbeitet, damit der erstmal aus dem Rennen ist. Der kriegt ja auch noch schön von hinten. Und dann ist er auch schon platt, der Gute. Ja, dann haben wir hier noch den KV-3. Der steht eigentlich erstmal relativ safe vor mir. Ohne dass ich da jetzt groß was riskieren wollte, rauszufahren. Hab dann aber gesehen, der VK verzieht sich wieder und dann nehmen wir uns den KV-3 mal vor. Der ist eigentlich ziemlich schnell down zum Glück, weil wir mussten hier jetzt hinne machen. Oben ist nur noch der AMX-12-Tonner am Leben. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen vor. Hatte ganz vergessen, dass da noch der VK steht, der mir jetzt auch gleich ein paar in den Arsch schießt. Jawohl. Haha, nice. Und da stirbt er aber zum Glück. Jetzt kommt das richtig, richtig krasse Zusammenspiel. Also, ich hatte, ja, Schweißausbrüche und ich weiß nicht was. Aber es war richtig krass. Also, die haben uns jetzt hier dann gerudelt und sie haben es nicht geschafft, uns beide hier rauszurommeln.
Das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben hier wirklich super zusammengearbeitet. Ich habe ihm hier gesagt, er soll die Wanne nach rechts drehen, so wie ich es gerade mache, weil sie dann komplett rumkommen müssen, um uns zu treffen. Ansonsten hätten sie die Möglichkeit gehabt, das, ja, das vordere Teil, das linke Kettenrad und so weiter zu sehen. Und wir hätten nicht drauf schießen können. Deswegen haben wir jetzt hier gewartet, bis der rumkam. Ich habe dann versucht, mich hier einigermaßen mit dem Arsch safe zu stellen, weil es wirklich, es ist nicht einfach, wenn hier drei auf dich rauffahren und hier wusste ich nicht, wen soll er jetzt nehmen. Er hat mich gefragt, wen soll ich nehmen, wen soll ich beschießen? Ich habe gesagt, egal, schieß auf irgendwas. Und ja, da hatte ich einen Bouncer. Ich habe natürlich auch Gold geladen, also das sollte man dann auch in dieser Situation machen, damit möglichst jeder Schuss durchgeht. Ich habe gesehen, auch eben ist er gebounced im Autobounce-Winkel, aber ich habe dann Gold geschossen, weil ich wollte hier einfach nicht sterben, ne? Ja, das war dann perfektes Zusammenspiel. Also ich habe ihm hier wirklich mein Leben zu verdanken gehabt und wir verstehen uns einfach so gut. Das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gut mit jemandem verstanden habe. Er weiß oft Sachen, die ich mache, ohne dass ich was sagen muss und umgedreht. Und ja. Ich rette ihm auch ab und zu den Arsch. Also es ist nicht nur so, dass er meinen rette. Aber ich fand das Spiel einfach nur hammergeil und ich dachte, das muss ich jetzt hier als Replay reinstellen, damit ihr seht, was das heißt. Das Zugfahren heißt zusammenfahren, wenn es möglich ist. Man kann auch mal verschiedene Panzer nehmen, aber im Prinzip sollte man eigentlich immer die gleichen Panzergattungen nehmen, um miteinander mitfahren zu können. Das heißt auch die Geschwindigkeit anpassen. Es gibt Mediums, die sind langsam, es gibt welche, die sind schneller. Und deswegen sollte man eigentlich immer die Geschwindigkeit so ein bisschen anpassen, auch bei den Heavys. Und eigentlich immer im Verband fahren. Also es ist wirklich, Typ 59 war früher eine Macht, eine richtige Macht. Und hier ist er. Oh Gott, ich finde ihn so, der ist so geil. Er ist einfach sexy. Sexy Tank. Really. Oh, guckt ihn euch an. Er ist einfach Hammer. Oh, da müssen wir jetzt für einen Screenshot vielleicht mal das hier. Jawohl, das gibt einen Screenshot. Nice. Können wir auch mal ohne machen. Jawohl. Auch er ist Hammer. Ich finde ihn geil. Und ja, ich finde diese Tarnung auch geil. Auch wenn manche Leute sagen, aber ich habe meine Meinung, bei der bleibe ich. Und da kann von mir aus der Rest der Welt sagen, ist scheiße, ist mir wurscht, mir gefällt die Tarnung. Ja, aber zurück zum Spiel. Hier mache ich jetzt den letzten Kill. Flo hat noch gemeint, lass dich jetzt nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Aber mache ich nicht. Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann. Tschüss.